Hallo MOBA-Freunde, seid wieder begrüßt hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal was von der großen Bahn. Und zwar waren wir heute am 7.9. in Begbergen beim Storm Train Festival und haben uns mal der schöne Dampflok angeschaut. Ja, wir sind jetzt hier direkt in Begbergen und auf dem Betriebsgelände. Hier ist immer was los. Hier bewegt sich auf jeder Ecke irgendwas. Entweder wird rangiert oder es kommen Züge rein, es fahren Züge ab, es bewegt sich was auf der Drehscheibe. Einfach nur toll. Jetzt haben wir gerade die 23 gesehen, die jetzt umgesetzt hat zur 64, um dann anschließend den gleich einfahrenden Zug zu bespannen. Aber auch schöne alte Dieselloks sind vorhanden und in den Hallen jede Menge Stände mit Modellbahnen. Da ist für jeden was dabei. Für die Kleinen natürlich auch wieder was für die mit Eisenbahn, Batterieeisenbahn in diesem Fall. Da hatten auch die ihren Spaß. Ja, was gab es noch zu sehen? Es gab natürlich auch noch ein paar schöne, in diesem Fall, Schauanlagen im Kleinformat. Mal hier was aus Österreich. Und wie ihr seht, da bewegte sich auch so ein bisschen was. Während hier der eine rangiert, fährt gleich ein Durchgangsgüterzug durch. Ja, für jeden, wie gesagt, war was zu sehen. Ich kann jedem nur empfehlen, besucht mal dieses Festival. Es ist eigentlich jedes Jahr im September, immer am Wochenende, samstags und sonntags. Und es wird unheimlich was geboten. Ich verweise auch jetzt schon mal auf Teil 2, da werden wir einer Zugfahrt beiwohnen von Apeldoorn nach Begbergen als Zuglok die 23023, das solltet ihr euch anhören. Ja, auch hier in diesem Film am Ende seht ihr jede Menge Szenen von den Strecken und auch nur dort kann ich sagen, Ohren auf, toller Sound. Hier eine Schauanlage nach holländischem Vorbild. Da bewegte sich da leider im Moment nichts, außer das Förderband. Aber auch sehr schön gestaltet. Des Weiteren gab es eine Anlage im E-Stil mit zwei Kehrschleifen und dort bewegte sich einiges und wurde von den Zuschauern auch sehr gut angenommen. Na, ich glaube, der sollte da jetzt gerade nicht hinfahren, aber passiert mal. Life is life, oder wie heißt es so schön? Hier seht ihr jetzt den mittleren Anlagenteil als ausgestalteter Schattenbahnhof und macht auch ein sehr gutes Bild.
Ja, hier sehen wir das VSM Rosa Schweinchen im Modell. Und da steht es im Original. Wie gesagt, auf dem ganzen Gelände jede Menge Exponate. Hier kommt schon wieder der nächste Zug rein. Ja, und es geht Schlag auf Schlag und schon fährt der nächste Zug ab. Also die Kollegen von der VSM machen ein super Programm und das sollte man sich unbedingt mal angucken. Es ist auch wirklich sehr gut besucht. Aus überall her kommen die Eisenbahninteressierten und schauen sich diese Spektakel an. Beziehungsweise bleiben teilweise sogar tagelang, schon vor dem Wochenende kann man da ja das Museum besuchen und auch miterleben, wie alles vorbereitet wird. Toll. Ja, nochmal aufs Gelände zurückzukommen. Wie gesagt, jede Menge Exponate. Also ich hätte eigentlich jetzt auch einen Film drehen können, der nur bebildert ist. Aber ich habe mich darauf jetzt zurückgehalten und wirklich nur die speziellen Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Lok von Roko Fleischmann, der Traktor, der Breuer-Traktor, eine 44, die wieder gerade am Rangieren ist. 65 beim Wassernehmen. Es hat ganz schön gespritzt, kann ich euch sagen. Aber wollen wir doch so langsam mal das Gelände verlassen. Bevor wir das aber machen und an die Strecke gehen, schauen wir erst noch mal eine Einfahrt eines Zuges aus Apeldoorn. Kaum ist der Zug am Bahnsteig zum Halten gekommen, steht schon 50307 bereit, setzt um, um jetzt von dieser Seite den Zug zu bespannen und wieder nach Apeldoorn zu ziehen. Ich sag ja, es ist immer Bewegung und das ist einfach nur toll gemacht. Das sieht man nicht überall. So, nach dieser Rangiererei geht es jetzt aber wirklich raus an die Strecke und ich empfehle euch, macht ruhig die Lautsprecher lauter. Ich halte jetzt auch mein Bubble. Viel Spaß bei den schönen Bildern mit Sound. Thank you.
Leute, das soll es für diesen ersten Teil gewesen sein. Wenn euch der Film gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wer noch kein Abo da gelassen hat, auch gerne ein Abo. Und immer gerne Kommentare. Bis bald. Tschüss.